Zuschauerinnen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, Diana Schanz, auf der Suche nach neuen Abenteuern. Hier ist euer Justus König, bekannt als Diana Schanz, der Abenteuer, der Merker, der Justus König, der Abenteuer, YouTuber aus Würzburg. Und heute bin ich mit Bumblebee, Transformer-Quatsch, Bot-Quad, Suzuki LZ400, Baujahr 2007, alles Originalteile, 60 PS, Vergaser, Einspritzer. Bin ich hierher gefahren nach Gemünden am Main, am Fluss Main entlang. Hab in der Sandra auch noch schnell gepackt, bei der Chat-Tankstelle, 14 Euro Super Plus, sind 7 Liter. Und hab bis hierher 54 Kilometer gefahren von der Tankstelle aus. Ich bin hier im Freibad Gemünden und schauen uns das jetzt mal an. Also ich werde euch danach berichten, wie es war. Jedenfalls, ja. Heute ist ja Mittwoch, ich habe hier einen Raum, ein Spessart unterwegs. Also ich bin heute eine Tour gefahren, geplant hier von Würzburg am Main entlang, durch Kallstadt, dann Gemünden, dann hier kurz Pause, dann Lower Main aus Essen, dann weiterfahren. Waldheimfeld, dann eine Landstraße, hochwärts, Lüttingen, zurück nach Würzburg. Das war's dann heute, am Mittwoch. Ich weiß nicht, das letzte Mal dieses Freibad hier. Es ist hier in Zahletal, nennt man das hier. Oder wir sind auf so einer Insel, denn da drüber ist ein Fluss, da ist ein Fluss und da ist ein Fluss. Das ist auch die Drei-Flüsse-Stadt, Gemünden am Main, in Western, da unten. Das erste und das zweite große Ultima-Treffen war, letztes Jahr und dieses Jahr. Und beim Ultima-Treffen kommt man schon das 3x10. Da wollte ich mal ins Freibad reingehen. Ich war schon mal drin in der Corona-Zeiten, weil da konnte man einfach reingehen mit Unterschrift 2020. Konnte man einfach da hingehen und muss was dann unterschreiben und dann Namen ausfüllen und dann konnte man reingehen, weil der Campingplatz daneben dran ist, kein Internet. So, und da war ich ja begrenzt, konnte man nur an den Kreis schwimmen und jetzt gucken wir uns mal an. Naja, es hat eine Wasserrutsche, eine Wellenrutsche, eine kleine Rutsche, eine Wellenrutsche aus Metall. Dann hat es hier ein Sprungbecken. Im Sprungbecken hat es so eine Kletterwand noch gemacht, wo man klettern kann. Und dann haben sie hier ein Nichtschwimmbecken oder ein Schwimmbecken. Jedenfalls 2020 war es voll cool. Jetzt schaue ich nochmal, was genau ausgeblieben ist. BIOS ist over and out. Bleibt dran, ist entspannt. Und wenn der Brech kommt, wie es war, so lang. Bleibt die Kamera da drinnen. Das ist over and out. Yeah. Jedenfalls sagst du, das ist Freibad jedenfalls. Ja, es ist Freibad. Ach, ich mache wieder ein Bild. Ja, da ist halt das. Da ist halt das Schwimmerbecken. Und dahinter ist das Nichtschwimmerbecken. Und da Nichtschwimmerbecken ist das Schwimmerbecken zusammen. Und das ist Volleyballplatz. Und da ist der Quad. Yeah. Und dann ist da hinten, da ist das, wo man bezahlen muss. Da bezahlt man und dann hinten ist dann das Campingplatz oder dieses Camping. Ja. Und wir haben hier im Fluss. Da drüben am Fluss. Und am Main der Fluss. Deswegen drei Flüsse Stadt. Das ist eigentlich eine Insel dann. Einer ist das Saale, das ist wie ein Saaletal. Ja. Saaletal. Camping, Freibad, Keiler, Kaffee. Das ist ein Camping, Freibad, alles. Hört. Thank you.
Ich war hier. Ich kann mich da warten, aber. Schön hier. Schön. Boah, zwei Lei. Was ist denn? Da ist er schon durch. Hm. Das ist der Fluss Saale. Kitzigern? Yeah. Kann man drüber laufen? Ja. Wir kommen ja auch jetzt aber auch gleich zum unterbrichtenden Freibad hier. Oder so ist es hier schön. Die Saale. Sehr schön, oder? Wunderschön. Das ist Putzverleih. Schön ist die Saale. Und? Okay. So, meine lieben Zuschauer und Zuschauer, ihr wisst, dass ich mal das Freibad getestet habe. Jetzt bin ich auch ein bisschen hintergelaufen, wie ihr gesehen habt, dass dann im Fluss Saale, wo wir mal gut gucken, hinten ist sogar ein Wasserfall. Ja, nach dem Campingplatz, ebenfalls.
wer den Campingplatz mit drauf geht, der hat halt das Schwimmen, das Freibad mit dazu. Jedenfalls hat sich 3 Euro bezahlt, Eintritt. Über die Kasse, da oben ist ein Kiosk mit Dachterrasse. Gibt's Essen. Wir haben ja Volleyballplatz, 2 Stück. Die haben Duschen, naja, die warmen Duschen, Highschool. Irgendwie sind schon heiß, aber nicht so einstellbar. Zu heiß, ja. Ist gleich da neben die Schen. Naja, neben Umziehräume, Umkleidekabine sind gleich die Duschen. Und oben ist Toilette im Kiosk. Dann haben wir hier drin eine Wellen, es ist das ein Becken. Das Schwimmbecken und nicht Schwimmbecken, das ist ein Becken, nur getrennt. Das Schwimmbecken ist cool. Ist wahrscheinlich ungefähr so, so hoch. Ich bin 2 Meter, das ist ungefähr 2,10, 2,20. Die süße Stelle vom Schwimmbecken, mehr zur Meerrichtung. Der Richtung ist niedriger, das kann man so stehen. Klar, wenn ich ein Nicht-Schwimmbecken gefunden ist. Das Nickel-Schwimmbecken hat eine Kinderplansch-Rutsche aus Metall und eine Wellenrutsche aus Metall. Und dann haben sie hinten so einen Badespaß gemacht, so Wasserspielplatz gemacht, so Nacht. Und daneben dran ist das Sprungbecken. Das Sprungbecken hat so eine Kletterwand. Ja. Das war's eigentlich dann. Also es war gut, das war sehr, mir hat es mir gefallen. Und, ja, 3 Euro Eintritt. Für den Preis kann ich viel sagen. Das war gut und günstig und hier in die Dreiflüsse-Stadt. Gibt noch mal einen. Neben der Flussale, also eine Insel an. Mit Campingplatz. Einfach toll. Super. Kann ich euch empfehlen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und meine Reise geht weiter. Justus over and out. Game over. Liken einfach, Daumen hoch. Könnt ihr aber meinen YouTube-Kanal abonnieren. Meinen YouTube-Kanal oder YouTube. Channel, Name lautet Jana Schons auf der Suche nach neuen Abenteuern. Und wenn euch Badeorte interessiert, wo ich euch empfehlen kann, geht auf die Playliste von mir nach. Badegeheimtipps. Und euer Video oder das Kanal könnt ihr euren Freunden zeigen, teilen, wenn ihr wollt. Dürft ihr. Und weiterempfehlen. Lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, dass ihr kein Video verpasst. Und ihr könnt und schaut mal auf mein Instagram vorbei und TikTok. Da könnt ihr auch Nachrichten schreiben, persönlich nachschreiben und kommentieren auf Instagram. Da habe ich schöne Bilder und Videos bei beiden Kanälen. Mein Instagram-Name lautet JanaJonesDarmDara und mein TikTok-Name lautet JustusDarmDara13. Alle Informationen zu meinen sozialen Netzwerke, Profile findet ihr auf meiner Bio des YouTube-Videos oder schreibt das Video, dieses YouTube-Videos einfach runterscrollen. Namenlos Link findet ihr dort. Justus over and out. Ciao, Patio. Ich muss das Gewinn nochmal ein. Get over. Ankunft. Schwimmbad. Und so bei Schweizko. Hat sich geladen. Gut, fahren wir weiter. Alles festgemacht. Gut. Na, wurscht. Gut, was dann? Alte Busse. Oh. Oh, oh.
Aber schon das andere Wort einfach raus. Ja, das ist echt eine Vorfahrt. Keine Vorfahrt, aber egal. Wenn man rauskommt.